Okay, wir sind da und wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Links oder rechts, es ist, glaube ich, egal. Er hat sowieso keine Ahnung. Oh, wir sind hier. Na Mensch. Ja, nee, warte mal, wir gehen mal kurz hier lang. Und schauen mal kurz durch die Zellentür, würde ich sagen. Eine ziemlich langweilige Tür. Ja, mich würde mal interessieren, ob Alex immer noch drin sitzt oder nicht. Das wäre eigentlich interessant. Aber dann vielleicht hier lang? Da gehe ich nicht lang. Da riecht's nach Radieschen. Es ist der beste Grund aller Zeiten, warum man eine Levelbegrenzung plötzlich hat. Es riecht nach Radieschen. Okay, hier kommen wir also nicht weiter. Wobei, vielleicht können wir... Habe ich das schon mal probiert? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht können wir die AH-Klammer von außen benutzen? Was genau soll das bezwecken? Ja, zum Öffnen und so. Oder kannst du die Tür öffnen? Sie ist abgeschlossen. Ja, deswegen ja die AH-Klammer. Ach man, leck mich doch. Ist mir auch egal. Wir nehmen den anderen Weg, der ist viel interessanter für uns. Und führt uns zum kleinen Jungen. Na, das nenne ich aber mal ein Treppenhaus. Bei Sordid. Da ist ein Knopf an der Wand. Ich frage mich, wofür der ist. Bam! Blatt! Wusch! Terrain! Ich sollte besser versuchen, den Zeitstab zu finden und mich damit zu befreien. Gut, Kerrang! Finde ich übrigens auch lustig, ist eigentlich eine Musikzeitschrift in Großbritannien, soweit ich weiß. Wir sind endlich da und wir sehen schon, der kleine hässliche Zwerg, der weiß sich die Zeit zu vertreiben, auf jeden Fall. So, wir lassen ihn aber mal machen, würde ich sagen, ne? Verrückt. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Sordids Gehilfe. Gut, wir lassen ihn mal machen, wie gesagt, und gehen mal hier rüber. Wir müssen hier nochmal schauen, wo wir denn eigentlich diesen kleinen Zeitstab finden können. Dieses lustige, singende, klingende Bäumchen. Dazu müssen wir weiter nach rechts. Na, was ist das denn? Die Maschine, in der Sordids Geist drin gesteckt hat, ist hier. Aber warum ist dann ein freier Platz daneben? Sieht mysteriös aus. Gut, wir gehen mal hier rüber. Hier gibt es nichts. Oder... Doch, Sordids Hand, aber die können wir, glaube ich, nicht einfach so nehmen, oder? Sie ist fest mit dem Anzug verschraubt. Genau. Und zufälligerweise gibt es hier drüben Schraubenzieher, von denen einer irgendwie heller leuchtet als die anderen am Griff. Deshalb greifen wir mal zu. Und nun schrauben wir Sordid mal die Hand ab. So, benutze den Schraubenzieher mit Sordids Hand. Ja damit, du großer Lump. Du brauchst sie eh nicht mehr. Gut, wir haben so eine Hand. Großes schwarzes Loch jetzt an der Stelle. Denn wir haben ja hier einen Handabdruck-Identifikator. Ich hätte es jetzt einfach mal Scanner genannt. Wahrscheinlich gab es das Wort damals noch nicht. Ich weiß es nicht. Gut, den benutzen wir damit. Und ratet mal, was wir darin finden. Ich weiß es nicht. Was könnte nur darin sein? Bitte legen Sie Ihre Hand zur Identifikation auf. Jupp. Machen wir. Natürlich, es ist... Na? Handabdruck bestätigt. Jo, super. Es ist der Zeitstock. Den sacken wir uns ein und dann schnell zur Zelle. Nachdem ich den hier habe, sollte ich besser nach unten gehen und mich befreien. So. Das Komische ist... Achso, wir haben uns in der Zeit zurück teleportiert, ne? Was machst du hier? Also vorher schon. Kennen wir uns? Ich hab dich doch in den Kerker gesperrt. Hast du das? Du musst mich verwechseln. Ich wollte gerade gehen. Macht nichts. Ich wollte dich sowieso gerade holen. Der Plan meines Meisters ist bereit zum Ausführen. Nicht jetzt, bitte. Zeit, lebewohl zu sagen. Nein. Kittender Zauberer. Warte, was macht diese oben ohne Tanzgruppe denn da drüben? Wo? Na da. Zeit für einen scharfen Abgang, glaube ich. Ja.
für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Beeil dich! Was muss ich damit tun? Wackele einfach mit den Ästen. Okay. Und so kommen wir ans Ende der Zeitschleife. Jetzt hab ich dich. Kannst du nicht wenigstens einmal was Originelles sagen? Alles ist bereit, genau wie es der Meister geplant hat. Es wird Zeit für eine kleine Reise, Zauberer. Wegen dir befindet sich die Seele meines Meisters in der Hölle. Dafür musst du ihn auch aus ihr befreien. Ich habe dir seine Entlassungspapiere in den Hut gesteckt. Komm ja nicht ohne ihn wieder. Währenddessen? Komm, mein kleiner Thorin Divardi, iss dein Weichen. Aber, Mami, ich... Komm, ein Löffelchen für Mami. Mama, ich will keinen Brei. Oh, Thor Divardi, wie willst du sonst jemals groß und stark werden? Du möchtest doch keine Ohrfeige, oder, mein kleiner Süßer? Das ist eine persönliche Hölle. Nur noch dieses Schöpfchen und du darfst in die Schule. Ich will nicht in die Schule. Die anderen Schüler ärgern mich immer. Was machen sie denn, mein kleiner Kürbis? Sie nennen mich Stinky und Pickleface. Aber das ist doch noch gar nicht. Und noch ein Löffel, bitte. Denke doch erst mal daran, wie es mir geht. Ich muss unter der Schande leiden, deine Mutter zu sein. Ich muss mit der Tatsache leben, dass ich ein hässliches kleines Monster wie dich zur Welt gebracht habe. Was hast du erwartet? Schau dich mal an im Spiegel. Also, da konnte nichts Besseres rauskommen. Da hast du es noch ganz gut getroffen. Hör auf zu schreien, du kleine Kreatur! Iss jetzt deinen Brei! Und lass dieses schreckliche Gewimmel! Du musst endlich lernen, dass dein Junge nicht weint! Aber Mami... Widersprich mir nicht, du ungezogener Wurm! Wieso hat Sordet eigentlich keine Beine? Ist deine Brei! Und wenn dir schlecht davon wird... Ich glaube, der Brei wird niemals enden. Hi, Sordi Wardi. Erinnerst du dich noch an mich? Ich habe die Entlassungspapiere für den da. Er hat seine Strafe abgesessen. Aber sie sagten doch, er hätte ewiglich. Das ist korrekt. Die Zeit ist heute Morgen abgelaufen. Ah, ach so. Warte eine Sekunde. Ewiglich? Heute Morgen abgelaufen? Bis dann. Hey! Lecker. Meister! Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Was zur Hölle geht hier vor sich? Du wirst schon bald verstehen, mein ungewollter Komplize. Los, stopf ihm das lose Mundwerk. Ja, Meister! Und so hat Simon sich selbst in den Schlamassel gebracht. Hast du die Nachricht an Calypso geschickt? Ja, Meister! Er muss jede Minute hier eintreffen. Exzellent! Alles läuft genau so ab, ich es geplant habe. Ihr seid ein Genie, Meister! Innerhalb weniger Augenblicke wird
sich der entscheidende Teil meines Plans erfüllen. Ich werde deinen Körper benutzen, um in deine Dimension zu gelangen. Und wenn ich erst einmal angekommen bin, kann mich niemand mehr aufhalten. Bereite alles vor. Ja, Meister! Und Simon ist gefangen im Körper des Roboters. Kalypso kommt, Meister! Alex, Gott sei Dank geht es dir gut. Es war schrecklich, Großvater. Sie haben mich in ein Verlies gesperrt. Ohne die Hilfe von Simon wäre ich verloren gewesen. Ich habe den Schrank startbereit für dich. Dankeschön. Ich meine, Dankeschön. Deine Stimme klingt so seltsam. Ich habe einen Frosch im Hals vor Rührung. Oh, ach so, du willst sicher schnellstmöglichst nach Hause. Ja. Ja, und Alex, die alte Napfsülze, die kriegt's aber auch nicht mit, ne? Lebt wohl, Simon. Lebt wohl. Danke für alles. Mein alter Freund und, wie immer auch der Name ist. Und das, Freunde, war's für Simon the Sorcerer 2, geschrieben und entwickelt von Simon Woodruff. Tja, Simon hat am Ende ein bisschen, sich Probleme verursacht. Letztendlich ist Sordids Plan aufgegangen. Das war von Anfang an sein Ansinnen. Er wollte in Simons Körper flutschen, um dann in unsere Dimension zu kommen. Ja, hat funktioniert am Ende. Simon konnte es nicht aufhalten, allerdings war er auch selbst dran schuld, muss man zugeben. Teilweise hat er sich ja selbst dann die Probleme verursacht. Das ist das Ende von Teil 2 mit einem ziemlichen Cliffhanger. Ja, ich werde es an dieser Stelle aber auch dabei belassen bei Simon the Sorcerer. Ich werde nicht die Teile 3 bis 5 spielen, die es auch noch gibt, denn die sind nicht mehr so gut. Wobei Teil 3 soll noch okay sein, aber grafisch total blöd mit 3D. Und Tastensteuerung irgendwie ganz merkwürdig für ein Adventure, weil damals gerade die Zeit war, in der 3D hip war und da waren Point-and-Click-Adventures im 2D-Stil einfach out. Ja, das Problem ist auch mit Teil 3, was mich unglaublich stört, ich hab's nur gelesen, ich hab's selbst nicht gespielt, der Cliffhanger wird natürlich aufgegriffen dabei, aber schon im Intro werden die Körper wieder zurückgetauscht und man arbeitet das überhaupt nicht großartig aus, was ich total blöd finde eigentlich. Ist echt schade. Ich muss sagen, es war wieder richtig schön, dieses Spiel mal wieder zu spielen, denn das hat mich seit meiner Kindheit begleitet. Ich glaube, das war die erste Spiele-Vollversion, die ich überhaupt besessen habe. Und ich habe das unglaublich oft gespielt. Damals war auch noch nichts mit Lösungen nachschauen. Das heißt, ich habe wirklich extrem viel Zeit damit verbracht, dieses Spiel zu lösen, denn da waren ja auch sehr absurde Rätsel dabei. Meister! Könnt ihr mich hören, Meister? Ja, euer Lehrling. Läuft eins nach eurem Plan, Meister? Besser als ich mir je erträumt hätte. Schon bald wird mir die ganze Welt. So, okay, ja, das ist natürlich der Plan von Sordid. Es ist bestimmt schon 15 Jahre her, als ich das Spiel zum allerersten Mal gespielt habe. Das 3-Stunden-am-Tag-System, erfunden von Simon Woodruff, finde ich auch sehr schön. Also die Credits auch mitzulesen, finde ich auch ganz lohnenswert. Ich mag den Stil unglaublich von Simon the Sorcerer. Es ist schade, dass das danach nicht mehr ganz so war wie hier der Teil. In dem haben sie es halt richtig gut hingekriegt, finde ich. Und für mich ist das Spiel halt auch einfach Kindheitserinnerungen. Davon sind halt auch einige Sachen wirklich so unglaublich in meinem Kopf hängen geblieben. Wie die königliche Robbe, stirb Höllenbrut, auch. Und das ist halt einfach drin.
Du vertrotteltes, altes Fossil! Du hast die falsche Person zurückgeschickt! Du täuschst uns nicht, du Ausgeburt des Bösen! Wir... Ich bin es, du Hohlkopf! Sordid hat unsere Körper mit dieser verflixten Maschine vertauscht! Oh! Oh? Oh? Ich hänge wahrscheinlich für den Rest meines Lebens hier fest und alles, was du sagen kannst, ist Oh? Ich glaube das nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. Und ich wette, du findest das auch noch komisch. Na klar doch. Aber denke daran, wo Sordid jetzt ist. Ich hoffe, er kommt zurück und verwandelt dich in einen Wurm. Und was dich betrifft... Irgendwie glaube ich, dass wir einen Fehler gemacht haben. Eventuell, könnte man so sagen. Ja, Hit Me, I'm Not Nice fand ich auch gut im Hintergrund. Simon ist auch nicht nice. Ja, der ist manchmal auch ein bisschen nervig, muss ich sagen, mit seiner Bösartigkeit. Aber gut, so ist das eben. So kommen die beiden ersten Simon-Spiele jetzt auch zu einem Ende. Das waren die guten. Dabei belassen wir es dann auch. Und, ja, das war's. Hier haben wir noch ein bisschen Audacity im Hintergrund. Damit möchte ich mich auch verabschieden. Das Spiel jetzt gleich automatisch beendet. Wunderbar. Vielleicht mache ich das auch schwarz an der Stelle. Mal sehen. Gut, und wir sehen uns dann bei einem neuen Projekt wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und wir sehen uns. Und tschüss.